Hallo, ja, hier stehe ich. Etwas unerwartet, aber ich musste konsumieren. Ich werde jetzt konsumieren, besser gesagt. Konsum, Fanpostkonsum, weil nicht der Dominik hat mir Sachen geschickt. Danke, Dominik. Und davon sind zwei jetzt zeitkritischer, weil die zur EM gehören quasi. Also deswegen seht ihr dieses Video relativ bald, nachdem ich es aufgenommen habe. Und ja. Genau, also Dominik geschickt, wie gesagt, danke nochmal. Und zwar das Essenstechnische, in Anführungszeichen, ist das hier. Ja, nehme ich Haribo Pasta Flagger, Pasta Flagger, sauer. Mit ganz coolen Ausrufezeichen im Wort drin. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Vegan ist auch noch klar. Wie man sieht, ein Fußball. Ein debil dreischauender Glotzfußball mit einer deutschen Flagge, also patriotisch veranlasst, klar. Passend zur EM. Bin mir nicht sicher, ob es die normale. Oh, interessant. Ob es die. Also, ich glaube, diese Dinger gibt. Das ist ein Standard-Haribo-Sortiment. Aber jetzt halt gebrandet auf die EM. Aber spannend ist, hier steht: Jetzt steigt die Fanparty. Geschmacksrichtung: schwarze Johannisbeere. Das impliziert, dass es noch andere Sorten gibt. Ich habe jetzt nicht im Supermarkt oder im Netz nachgeguckt, ob dem so ist. Könnte aber gut sein. Eine Portion entspricht einer kleinen Handvoll. Ja. Gut, also was heißt hier noch so Schönes? Fruchtgummis. Ach nee. Zu 160 Gramm übrigens die Tüte. Waren die früher nicht immer 200, aber ja klar. Wie immer halt, weniger ist mehr Preis. Weniger Inhalt ist mehr Preis. Heutzutage. Also. Fruchtgummi, Zutaten, Zucker, Glukosesirup, Stärke, Feuchthaltemittel, echt? Sorbitsirup, Weizenmehl, Säurungsmittel, Zitronensäure, Apfelsäure, Emulgator, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Ja. Säureregulator, Natrium, Hydrogen. Malat, ach du Scheiße, Holunderbeerextrakt, Frucht- und Pflanzenkonzentrate, schwarze Johannisbeere, Holunderbeere, Aronia, Traube, okay, Aroma, Farbstoffe, Kurkumin, Pflanzenkohle, Pflanzenkohle? Mindestens haltbar bis, ist egal, länger wahrscheinlich, vor Wärme und Feuchtigkeit habe ich gemacht, kann Spuren von Milch enthalten. Na gut, also, Kalorien hat das Ganze natürlich auch noch, und zwar 361 auf 100 Gramm. Und eine Portion sind hier 25 Gramm, meinen die. Na gut, also probieren wir es mal zum Teilen. Teilen, sonst geht es euch nur gut. Okay, also. Tatsächlich riecht es direkt fast wie eine Beere. So gut, also gucken wir es uns mal an. Muss sagen, die Streifenbreite ist offensichtlich nicht korrekt, weil eigentlich müssten die alle drei gleich breit sein, um eine korrekte Flagge nachzubilden. Ob das jetzt aus Copyright-Gründen oder Lizenzgründen. Kann man die Flagge doch gar nicht lizenzieren, oder? Naja, wie auch immer. Sauer? Ja, ein bisschen. Ganz schön widerstandsfähig. Aber ich habe auch also so saure Dinge auch schon gehabt, die sich leichter kauen und beißen und trennen ließen. Wie immer hier muss ich ein bisschen vorsichtig tun, weil ich paranoid bin, dass ich mir sonst wieder eine Krone runterziehe. Und das jetzt wäre jetzt am Wochenende eher unklug. Löst sich in Fäden auf. Interessant. Das sind Fäden. Na gut, man kann es ja sehen. Hier sind diese 3 und 4 und. Ne, 2 und 4 und 2 so Riffel. Deswegen ist das Rot auch doppelt so breit. Und wenn man ein bisschen mehr Schlusstrick haut, dann lösen die sich auf. Komisch. Nicht so ganz im Sinne des Erfinders, finde ich, aber
Die meisten Menschen werden ja fleißig kauen und schlucken. Die werden das gar nicht so weit bringen lassen, so weit kommen lassen, dass es sich so auflöst. Weil es so kurz ist, es gibt ja diese Fädendinger, die beißt man natürlich ab, weil diese nein, die Sticks, oder wie sie heißen, die so lang sind. Aber das hier nimmt man ja komplett rein. Haut halt ein bisschen drauf rum. Also ja, es ist ein bisschen sauer, aber mehr so süß-sauer. Überraschung. Und tatsächlich schmeckt man die Johannisbeere ein Stück weit raus, finde ich. Bin überrascht. Doppelte Dosis. Weil ich muss tatsächlich sagen, ich empfinde es als ein bisschen anstrengend zu essen, diese. Das ist komisch, weil so saure Dinger mag ich eigentlich ganz gerne. Aber die sind so dünn und flach und irgendwie dadurch, glaube ich, einfach ein bisschen widerspenstiger. Und das finde ich anstrengend, weil ich eben nicht mit letzter Wucht drauf rumbeißen will, weil es ja doch klebrig ist. Noch sind immer so saure Pommes zum Beispiel, die halt doppelt so dick sind, die funktionieren in der Hinsicht einfach besser. Für mich. Aber schmecken tun sie nicht schlecht. Kann man machen. Nochmal zum Zeigen. Und nochmal ein Danke an Dominik, dass ich diese EM-Begleitmahlzeit jetzt hier vorkauen und vorkosten konnte. Und weil es jetzt nur länger dauert, bis ich diese zwei Stücke wegbringe, sage ich an dieser Stelle schon mal schön was und danke fürs Schauen, danke fürs Schicken, Dominik, und bis zum nächsten Video. Tschüss!